Herzlichen Glückwunsch, ihr habt hier kräftig abgesahnt. Hättet ihr euch das vorher erwartet, erhofft? Inwiefern habt ihr damit gerechnet, dass es so gut läuft? Gar nicht. Also nicht, dass es so gut läuft. Wir haben nach zwei Preise haben wir gedacht, so cool, ja, mega geil. Aber dass wir überall, also die Überall-Kategorie gewinnen, das war sehr überraschend. Also wirklich überraschend. Ja, und jetzt im Team, wie war die Zusammenarbeit? Hat sich das angebahnt, dass es dass ihr so gut zusammenarbeitet, dass man richtig was gewinnen kann? Oder wie verlief die Zusammenarbeit im Team? Also, war sehr locker. Also wir haben eigentlich von Anfang an total aufeinander gepasst, oder? Also da gibt es nichts rumzumeckern, ja. Es hat von Anfang an geklickt. Ja. Sehr schön. Habt ihr euch vorher alle gekannt? Nein, teilweise haben wir uns gekannt, aber der größte Teil hat sich eigentlich erst hier getroffen. Und dafür, wie schon gesagt, es war einfach auch ein mega geiles Team und es hat einfach alles zusammengepasst und war auch echt ein richtig geiles Wochenende. Kommt ihr jetzt alle aus der PR-Branche oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe in dem Bereich studiert, aber ich hatte auch schon ein paar Praktika, aber es waren jetzt nicht alle aus dem Bereich. Eigentlich du speziell und ich habe halt von der Uni-Erfahrung und sonst war es ganz unterschiedlich, was nicht schlecht war für die Ideenumsetzung. Jetzt, inwiefern war die Idee von Anfang an klar, also das Bild? Hat sich die Idee entwickelt im Laufe des Prozesses oder war das im Prinzip nur noch eine Frage der Darstellung? Gute Frage und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es offen sagen darf. Aber im Prinzip, sagen wir es mal so, also die Idee stand eigentlich schon von Anfang an, aber ja, wir waren noch ein bisschen am Überlegen nach Alternativen und irgendwann, nachdem dann so die ersten ein, zwei auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, die Idee ist eigentlich ziemlich cool, haben wir gesagt, gut, dann die Alternativen schmeißen wir über Bord und geben jetzt einfach Vollgas. Und ich glaube, wir hatten jetzt 24 Stunden Zeit quasi und das Ganze in 24 Stunden aufgeräumt. Das Beste, glaube ich, rausgeholt, was nur ging. Also. Sehr schön. Mensch, und jetzt erzähl noch mal kurz, du hast ja die Idee ein Stück weit mitgebracht. Seit wann gibt es die, wie wurde die geboren und warum? Oh Gott, diese Idee, die gibt es im Großen und Ganzen schon länger. Also ich habe dieses Thema, irgendwie dieses Blogger Relations, das hat mich schon lange fasziniert, ja, weil das kam 2009 auf, wird immer mehr, aber ich habe noch nie irgendwie wirklich einen Use Case oder irgendwas gehabt, wie man da daraus vielleicht eine Technologie machen kann. Und jetzt kam eben zu diesem Wochenende am Freitag die Idee irgendwie konkret, ich pitch auch was. Und das war wirklich spontan. Also ich habe am Freitag, während wir diese Reihe sich gebildet, habe ich überlegt, okay, warum nicht? Ich pitch mal die Idee. Und es haben sich die richtigen Leute gefunden, irgendwie das mitzumachen. Und wir hatten alles dabei, eben um das recht schnell zu shippen. Und das war geil. Gibt es denn schon Pläne, wie ihr weitermacht oder sortiert euch jetzt erstmal? Gibt es da schon irgendwas? Ich möchte meinen Chef beruhigen, dass ich nicht kündige. Ich habe das zum dritten Mal gekündigt irgendwann und ich werde nicht kündigen, um wieder ein Startup zu machen erstmal und werde aber ganz in Ruhe prüfen, was wir vielleicht als nächsten Schritt machen. Gibt es jemanden im Team, der gern sofort loslegen würde? Oder? Alle, oder? Also, ja, ich denke, die Motivation ist bei allen da, dass man auf jeden Fall bei der Idee weitermacht. Aber wie schon gesagt, eben, man hat auch andere Verpflichtungen in gewissem Maß, wo man jetzt auch nicht direkt so 100% cutten möchte. Aber auf jeden Fall denke ich, dass wir alle ziemlich motiviert sind, da auch weiterzumachen. Super, in dem Sinne, trink noch ein Bier, oder? Keine Ahnung, was schmeckt, aber oder Tequila, ja, heute, ja, ne? Ja. Also der muss weg. Ja. Alles klar, dann nochmal High Five zum Abschluss, ne? Offiziell. Vielen Dank. Alles klar. Danke fürs Kommen und super.